Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollten jetzt es noch einmal riskieren, gegen Kirgo zu kämpfen. Wahrscheinlich sind wir jetzt stark genug dafür. So, wo waren noch mal die Arena? Wir sind auf jeden Fall schon richtig geil bewaffnet. Wir haben von Lefty die Waffe, wir haben von zwei Schlägern die geilen Waffen. So, da haben wir Kirgo. Johannes müssen wir und Karen. Ich mache hier aber ein Safe Game. So, dann riskieren wir es mal. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, wir müssten jetzt auch ordentlich Karten austeilen. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Was? Nein! Versuch das nicht nochmal! Warum hat die den Bogen ausgerüstet? Geh zur Seite! Ja, Klappe. Steck die Waffe weg! So. Kluges Kerl. Ich wollte jetzt gegen Kirgo kämpfen, nochmal. Warum hatten wir jetzt die, den Bogen ausgerüstet? Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Jo. Okay, jetzt ist das ganz normal. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Alles klar. Jo, alles klar. Wir müssen das schon strategisch machen. So, kann ich jetzt noch... Alles klar, nehmen wir mit. Grobes Schwert nehmen wir auch mit. Jo, wir sind soweit. So, dann können wir jetzt eben was futtern. Quatschen wir gleich auch nochmal mit Kirgo, sobald er aufsteht. Das wird dir noch leid tun. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Jo, alles klar. So, gegen Kirgo haben wir es geschafft. Nice. So, dann wollen wir noch. Komm gegen schon, Karim. Ich will vorbei. So. Komm, Karim. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ja, ich fordere dich heraus, komm. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Ja, wollen wir sehen. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein? Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Hatten wir schon. Nein, mir fällt nichts ein, das du begreifen würdest. Boah, das will ich mal machen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Okay. Genau, warte, ich will dann das hier mal versuchen. Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Okay, versuchen. Nein, mir fällt nichts ein, dass du begreifen würdest. Komm, wir versuchen. Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Okay, dann haben wir nur noch das hier. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße. Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Ja, lass hin, komm. Ich warte auf dich, Karim. Karim, ich warte auf dich.
Komm, geh vor. Vielleicht noch einmal kurz. So. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Okay, der ist doch noch ein bisschen heftiger. Der ist noch ein bisschen heftiger. Komm schon, ich will vorbei. Okay, aber dann gehen wir trotzdem schon mal zu Sketti. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Okay. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Guck, wenn ich dich mal trainieren soll, musst du dafür zahlen. Hier. 150 Erz und 20 Level. Okay. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ah, okay. Kann ich noch nicht machen. Okay, ich habe auch aus Versehen auf Tab gedrückt. Aber jetzt können wir noch mal zu Diego gehen. Wie viel fehlt uns jetzt noch? Okay, immer noch genug. Aber die packen wir auch noch alle. So, dann quatschen wir noch mal mit Diego. So, komm Diego. Wie sieht's mit meinem Ansehen aus? Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketti hat mir gesagt, du hast Kirgo besiegt. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Mit Dexter muss ich noch ein ernstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Ja, Mann. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Geil. Haben wir geschafft. Mach's gut. Alles klar. Wir können Teil von der Truppe hier werden, vom alten Lager. Wir haben die 1000 Brocken Erz. Lass mich in die Burg. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den Oberst geschrieben. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Geil. So, okay, ich muss aber jetzt... Also ich darf jetzt in die Burg. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja, wir gehen schon. So. Boah, wir haben es geschafft, hier reinzukommen. Wer ist Gomez? Scorpio? Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? Ich bin auf dem Weg zu Gomez. Ich will mich euch anschließen. Ich habe eine Ja. Ich bin auf dem Weg zu Gomez. Ich will mich euch anschließen. Du? Hast du überhaupt schon was für uns geleistet? Die Schatten waren zufrieden. Von Schatten will hier keiner was hören. Hier drin geben wir den Ton an. Okay. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Okay. Alles mich klar. Vorbei. Lernen wir die erstmal hier alle kennen, wer das drin ist. So. Jetzt wissen wir, wer die hier alle sind. Katha. Ihr habt ganz schön viel Platz hier in der Burg. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wollte mich mal ein bisschen umsehen.
Was kannst du mir über die Burg sagen? Nach dem großen Aufstand haben sich Gomez und seine Jungs die Burg unter den Nagel gerissen. Ich habe damals schnell gemerkt, dass es besser ist, sich ihm anzuschließen. Schon als wir damals noch alle im Kerker eingepfercht waren und in den Minen schuften mussten, hatte er unter den Gefangenen am meisten zu sagen. Es gibt Kerker unter der Burg? Ja, aber sie sind heute leer. Seit dem großen Aufstand will da niemand mehr rein. Ah, okay. Ist gut zu wissen. Gibt's hier sonst noch wen? So, wer ist denn hier überhaupt Gomez? Da sind auch ein paar Magier. Wer ist denn das da hinten? Gardist. Noch ein Gardist. Oh, wen haben wir denn da? Ich habe eine ganze Schmiede. Stone? Du bist der Schmied, richtig? Richtig. Verkaufst du Waffen? Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Okay, geil. Und das ist Skip. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gomez, Leute. Okay. Todos hat mich zu dir geschickt. Ich soll mir eine Waffe... Nee, wir lügen erstmal noch nicht. Verstehe, wir sehen uns. Okay, dann suchen wir mal Gomez. Ich gehe mal von aus, dass da ist Gomez. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Nichts. Wir sehen uns. Rodriguez Torres. Also erstmal ab. Die Quad geht's auch noch nicht an. So, wo haben wir jetzt Gomez? Also das passiert mir nicht noch. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Geil. Das ist Gomez. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wie steht der an? Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach Gunther. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Nice. Okay, da geht's zu Gomez. Gardist, okay. Verlass dich auf jemanden. Hier. Scar und... Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar? Jo, alles klar. Wie kann man nochmal langsam laufen? Ah, so. Der einfach mal auf den... Syrah? Okay. Die ersten zwei Frauen. Zerafia. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden. Ich bin viel rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Weil hier nur Schwachköpfe rumrennen. Ich hoffe, ich muss dir nicht erst den Kopf abhaken, um mich zu beweisen. Boah, warte. Wollen wir das mal riskieren? Nee, wir haben nicht gespeichert. Wir sind nicht so dreist. Warte, kann ich zurück. Okay, ich habe die Prüfung des Vertrauens bestanden und Torus sagt, ich bin ein guter Mann. Du wärst hier nicht lebend reingekommen, wenn das nicht so wäre. Ich hoffe, das war nicht schon alles. Und du bist verlassen. So, ich bin viel rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und habe gute Kontakte in allen Lagern. Das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? Aber behalt's für dich. Iberion, Kor Kalom, zu einigen Bars aus dem Lager der Bruderschaft, zu Laris, zu einigen Helern im neuen Lager. Das waren alle wichtigen. Zu Iberion. Iberion gibt sich nicht mit Burschen wie dir ab. Dass du lügst, zeigt mir, dass du mich für dumm hältst. Enttäuscht mich.
Ich hasse es. Wäre das ganz anders gelaufen. Was? Nein! Nein! Gequatscht. Nein! Alles umsonst. Boah, nein. Komm schon, ich will vorbei. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Ich bin Ich. Ich. So. Du? Tu dir selbst. Okay, komm. Damit du. Ja. Dann fällt dir. So. Ich will es nochmal. Du bist doch nur. Was? Und im Übrigen. Es wird. So. Wir futtern noch einmal. Ganz schnell. Ah, ne, warte, gegen den hatten wir ja noch nicht gekämpft, ne? Willst du mich angreifen? Wir wollten kämpfen. Kluges Köpfchen. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Okay, gegen Dings hat das schon gereicht. Komm schon, ich will vorbei. Dann reden wir einmal mit Sketti. So, ich habe gegen Kirgo gekämpft. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. So, das kennen wir alles. Dann reden wir noch einmal mit Diego. Und dann gehen wir direkt zu Gomez. Und werden mal versuchen, ihn nicht für dumm zu verkaufen. Obwohl, dann speichern wir gleich zuerst, bevor wir da reingehen. Dann speichern wir jetzt. Jetzt haben wir halt Mist gebaut, beziehungsweise ich. So, da ist Diego. Speichern wir hier gleich direkt. So. Wie steht? Ich hab mal. Das kennen wir alles. Skat und der Whistler Finger deckt aber Toro. Das und die. Alles klar. Mach's gut. Beziehungsweise jetzt einmal noch mit Toro. Und dann machen wir. Speichern wir. Diego, das und wie. Du hast gut. Ab jetzt. Alles klar. So, jetzt machen wir ein Safe Game. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja, alles klar. Gut, wir gehen jetzt direkt rein. Mit den anderen quatschen wir ein andermal. Da wurde einer erhängt. Wie fällt mir das jetzt? Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Ich hoffe, ich krieg auch so eine Rüstung. Was kann ich für dich tun? Das kann schon sein. So, ich will zu Gomez, Torus sagt sie. Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Ich werde dich... Jo, alles klar. Dann schnell hinterher. In seiner Hand. Dort hinten ist Gomez. Mach Platz! So, jetzt machen wir hier noch einmal ein Safe Game. Dann können wir jetzt eigentlich mal riskieren. Ja, okay. So, ich bin gekommen, um mir deinen Dienst anzubieten. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? Man muss aufpassen, was man so rum erzählt. Das Bild da oben gefällt mir. Ich habe die Prüfung des Vertrauens... Du wärst hier nichts dazu. Ah, warte, wir wollten das hier machen. Ich hoffe, ich muss dir nicht erst den Kopf abhacken, um dir zu beweisen, dass ich mit einer Waffe umgehen kann. Mut und Dummheit liegen dicht beieinander. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Was für ein Kampf! Okay. Und die tanzt direkt... Okay, die tanzt mich direkt an, so während ich da tot liege. Das ist super. Das. Okay, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich bin gekommen, um dir meine Dienste anzubieten. Warum denkst du, dass wir an deinen Diensten interessiert sind? So, das hier. Ich hab die Prüfung. Du wärst hier nicht. So. War doch klar, dass das Ärger gibt. Und das hier. Ich bin viel in der Kolonie rumgekommen und hab gute Kontakte in allen Lagern. Aber das ist tatsächlich ein guter Grund. Zu wem hast du Kontakte? So, Kor Kalom? Zu Kor Kalom. Und?
einigen Bals in der Zu einigen Bals aus dem Lager der Bruderschaft. Und? Zu Laris? Zu Laris. Und? Zu einigen Helern im neuen Lager. Zu einigen Helern im neuen Lager. Und? Das waren alle wichtigen. Das waren alle wichtigen. Beachtlich. Wie ein Neuling für dich. Du sollst deine Chance kriegen. Ah, okay. Heißt das, ich bin dabei? Heißt das, ich bin dabei? Genau das heißt es. Du bist jetzt einer von uns, Kleiner. Alles Weitere wird dir Raven erzählen. Raven? Okay, quatschen wir den mal an. Hallo! Wie steht der Erzhandel? Gomez sagt, ich bin dabei. Gomez sagt, ich bin dabei. Gut. Du kannst dich gleich bei deinem ersten Auftrag bewähren. Wenn deine Verbindungen wirklich so gut sind, wie du sagst, solltest du keine Probleme damit haben. Ich halte mich da lieber raus. Boah, ich hab die... Alter, geil. Ich meine, muss ja nicht was soll ich für dich erledigen? Was soll ich für dich erledigen? Wir stehen mit der Bruderschaft in Handelskontakt. Das bedeutet nicht, dass wir ihnen unbedingt vertrauen. Mach dich auf den Weg in den Sumpf. Wenn du dort im Lager bist, halte die Ohren auf. Alles, was du erfährst, kann für uns nützlich sein. Und je mehr du erfährst, desto besser. Das Ganze erfordert ein gewisses Feingefühl. Du weißt, was ich meine. Bleib ruhig. Ich werde ihren Zorn nicht heraufbeschwören. Ich wusste, dass du mich verstehst. Das war nicht besonders schlau. Okay, wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Das? Wo bekomme ich bessere Ausrüstung her? Geh zu Diego. Er wird dir eine Rüstung geben. Damit wirst du nicht so schnell umgebracht und sie dient auch gleichzeitig als Ausweis. Mit deiner neuen Rüstung solltest du hier überall hinkommen, wo du hin musst. Und wenn du Waffen brauchst, geh zu Skip. Er ist in der großen Scheune, hinten links, auf dem Burgplatz. Wenn du meinst. Okay, alles klar. Ich will mal mit denen hier quatschen, da war ich aber lieber vorher nochmal. Manche haben eben gar nichts dazu. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ah, okay. Gut, dann gehen wir aber trotzdem mal zu. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wir nehmen das mal mit. Verlass dich. Brot. Käse, Alter, Essen. Wahrscheinlich hast du recht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist solange ich. So, Schinken nehmen wir mit. Was haben wir sonst hier? Käse. Schinken. Bier nehmen wir auch mit. Lass uns lieber. Wir könnten den ganzen Krams hier eigentlich verkaufen. Also das passiert mir nicht nochmal. Ich halte mich da lieber raus. So, nehmen wir auch noch mit. Wurzelsuppe. Besteck. Vielleicht waren es nur Rabun. Wahrscheinlich. Nee, so. Nein. Das da. Ich dachte. Ja. Kann ich den Kerzenständer hier mitnehmen? Na, den kann ich irgendwie nicht mitnehmen. In seiner Haut. Aber geil, wir sind jetzt Teil vom alten Lager und den Feuermagiern. Ich dachte, wir gehen einmal zu Skip. Da hinten. Ja, ja, gut. Und zu Diego müssen wir auch nochmal. Oder wir gehen zuerst zu Diego. Eine neue Rüstung. Ich dachte, das wäre schon. In seiner Haut. Erstmal abwarten. So, ich bin auch gespannt, was Diego zu sagen hat. Dass ich jetzt Teil von denen bin. Und was Toros zu sagen hat. Für Gomez. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich Mitglied des Lagers. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Ab jetzt hältst du dich am besten an Diego, zu Gomez oder Raven. Solltest du nur noch gehen, wenn du was wirklich Wichtiges zu sagen hast. Okay. Alles klar. So, und Diego. Für Gomez. Sperre Schattenrüstung, Schutzwaffen, 40 Geschosse, 5 Feuer, 20. 1200 Erz. Alter, was? Was soll ich mich machen, wenn ich bei Gomez bin? Wenn du meinst. Schwere Schattenrüstung, die muss ich noch irgendwie organisieren. Mach's gut. Okay, dann gehen wir mal zu Skip. Da brauche ich eine bessere Rüstung, oder? Beziehungsweise, was habe ich hier bisher?
Ah, okay. Schattenkluft. Wert 750, okay. Schutz vor Feuer, Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Waffen. Dann kann ich die hier, die leichte Butlerhose wieder verkaufen. Boah, das ist schon nice. Aber geil, dass wir jetzt Teil der Schatten sind. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, wer ist denn das da? Stone. Das gibt. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ich könnte dir ein paar Sachen verkaufen. Okay, gut. Der hat hier. Der gibt nur 20. Richtschwert. Gardeschwert. Kampfschwert. Wie viel macht meine Waffe aktuell? Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe. Machen wir so, Ende. Mein Schwert gibt 26. Okay, dann wollen wir uns eigentlich mal. Für Gomez. Ja, für Gomez. Ich könnte dir. So, okay, dann können wir eigentlich den ganzen Krams ihm an. Nee, bitte das nicht. Das ist das Falsche, das will ich nicht verkaufen. So. Dietriche haben wir, brauchen wir noch. So, was können wir noch? Die Butlerhose. Das. Was kostet das eine Schwert hier? 111. Und dann können wir von ihm auch noch ein bisschen Erz auch noch dazu holen. So. Ja, passt. So, dann. Wo haben wir jetzt unser neues Schwert? Kampfschwert. Einfach mal gegönnt. So, dann verkaufen wir ihm jetzt für die andere Waffe. So. Ich könnte. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Genau, dann können wir ihm das verkaufen. 38. Was kostet das? Okay, machen wir mal so. So, so. Annehmen. Passt. Wie sieht's bei dem aus? Für Gomez. Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Okay, also bei ihm geht's noch nicht. 756 Erz haben wir schon mal. Das müsste für den Anfang reichen, auf jeden Fall. Früher wäre das ganz. So, mal schauen, was haben wir eigentlich hier jetzt für eine Quest? Die große Sache der Bruderschaft. Raven hat mich im Auftrag des alten Lagers zur Bruderschaft im Sumpf geschickt. Ich soll mich dort umsehen und hören. Vielleicht gibt es ein paar nützliche Informationen für die Erzbarone. Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Zum Sumpf. Sumpflager geht es eigentlich da hinten rum, ne? Warte mal. Haben wir jetzt eigentlich andere gescheiterte Missionen? Aufnahme Sumpflager, Aufnahme neues Lager. Ah, okay, die sind gescheitert. Okay, also den mussten wir nicht beitreten. Und also war nicht einmal relevant, den beizutreten. Okay. Haben wir auch so geschafft. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, ich muss mich jeden einzelnen von denen hier einmal anschließen und ziehe meine eigene Sache durch, hatte ich gedacht gehabt. Aber nee, ich muss mich schon für eine der drei Seiten entscheiden. Torwache, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg ins Sumpflager.
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.